Ja, die Ferien haben gerade erst begonnen und dennoch denkt man in Strasshof bereits wieder an die Schule und das mit gutem Grund. Der neue Schulcampus ist im Fertigwerden, das heißt genauer genommen, die Übersiedelungen haben begonnen. Wir waren heute vor Ort und haben mit Bürgermeister Tätl geplaudert und er hat uns ein bisschen durch die Anlage geführt und wir haben ganz interessante und tolle Sachen entdeckt. Ja, dieser Schulcampus ist eine wesentliche Verbesserung für die schulische Situation in der Gemeinde. Wir haben ja einige Zeit auch dazu gebraucht. Es war ja zweijährige Bauzeit, ist jetzt hinter uns und wir sind jetzt heute, haben wir begonnen mit der Übersiedelung. Hier werden gerade hinter uns Klaviere gebracht und übersiedelt. Es sind dann 10 Stück Klaviere für die Musikschule zu übersiedeln und eine ganze Menge anderer Dinge sind noch zu übersiedeln. Jetzt kann man sagen, Musikschule, es ist die Volksschule untergebracht, die neue Mittelschule. Insgesamt auf diesem Schulcampus übersiedelt hier jetzt gerade her die Volksschule der Gemeinde Strasshof mit einer 26-klassigen neu gebauten Volksschule, die allgemeine Sonderschule. Es gibt dann 9 Gruppenräumlichkeiten für die schulische Nachmittagsbetreuung und dazu die Regionalmusikschule, die derzeit noch auf mehreren Standorten untergebracht ist, bekommt hier auch eine neue Heimstätte. Das heißt, der Vorteil liegt darin, dass alles praktisch dadurch fast in einem Haus ist oder in einem Areal ist und dadurch viel besser vernetzt auch ist. Ne? Es ist alles gemeinsam und direkt daneben ist ja vor einigen Jahren die Europamittelschule neu gebaut worden und jetzt während der Bauzeit sind auch diese beiden Gebäude mit einem unterirdischen Verbindungsgang noch verbunden worden. Das heißt, man kann wirklich von einem Schulcampus reden, wo alle Schulen der Gemeinde Strasshof jetzt zentralisiert sind und untereinander verbunden sind. Kann man sagen, wie viele Kinder da und Schüler da untergebracht sind? Also im Vollbetrieb, wenn man jetzt die Volksschule und die Europamittelschule hernimmt, werden es etwa 600 bis 700 sein. Dazu kommt noch die Regionalmusikschule, also da wird sich schon einiges tun. Wir stehen ja auch hier auf der zentralen Zufahrtsstelle mit der Beschriftung Schulcampus Marktgemeindestraßehof. Wo wir uns hier befinden, ist der Busbahnhof, der gerade noch im Fertigwerden ist, wo hier 4 Linienbusse gleichzeitig zufahren können. Die Kinder steigen hier auf die Gehsteige aus und brauchen keine Straße mehr überqueren, um in ihre Schulräumlichkeiten zu gelangen. Das heißt, man merkt, es ist innovativ und durchdacht. Und jetzt kann man sagen, wann wird in etwa die Übersiedlung abgeschlossen sein? Die Übersiedlung hat heute in der Früh begonnen. Es sind insgesamt hier die Firma Spedition Lang hat hier eine Ausschreibung gewonnen. Die haben 450 Kubikmeter Übersiedlungsgut zu übersiedeln. Dazu ist die Klaviertransportfirma Klemm aus Wien, die die 10 Klaviere bringt. Aber auch natürlich Bauhofmitarbeiter, die mit LKWs unterwegs sind, die Kleindinge hier bringen. Die gesamte Übersiedlung wird maximal 14 Tage dauern. Nach der Übersiedlung kommen dann die Lehrer und die Lehrkräfte, um hier das Übersiedlungsgut einmal auszuräumen, um auch die Kartons wieder an die Spedition Lang zurückzugeben. Und dann beginnt Anfang August die Grundreinigung des gesamten Gebäudeareals, um hier dann für 7. September gewappnet zu sein. In der Zwischenzeit, innen ist das Gebäude ja fertig, in den Außenanlagen sieht man, wenn man heute durchgeht, schon noch einiges. Der Gärtner ist noch am Arbeiten. Das wird alles in den nächsten Wochen bis Mitte August im Wesentlichen fertig sein, sodass eben dem Schulbeginn am 7. September nichts mehr im Wege steht. Für die Lehrer zwar verkürzte Ferien, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, wenn man dann die Arbeitsbedingungen da sieht. Ich hatte ja schon die Gelegenheit, mit mehreren Gruppen durch das Gebäude zu gehen, so mit den Volksschullehrern, mit der Direktorin, mit den allgemeinen Sonderschullehrern, mit der Direktorin, aber auch mit Interessierten aus den politischen Parteien habe ich hier Führung gemacht und es war jeder eigentlich begeistert. Ich meine, die Firma Brand und Partner mit dem Architekten Diplom-Ingenieur Adenstedt sind hier ja hauptverantwortlich, Baumeister Boscher, die Bauaufsicht, wo ich heute auch, wie Sie jetzt hergekommen sind, noch unterwegs bin. Wir machen gerade Mängelbegehung und schauen uns die ganzen Kleinigkeiten im Außenbereich an. Das da, ja. Das Loch da. Ja. Da kommt der Zaun hier. So, ne? parallel zum Weg, ja. Geht da der Zaun um, ja. Und dann kann man da jetzt noch aufpassen. Eine Reihe setzen. Ja, genau. Und oben machen wir da Wiesen.
Wiesen. Da kann ich mit dem Rosenmeier zufahren. Ja. Wo gibt es hier noch Verbesserungspotenzial? Wo sind Dinge noch nicht so ausgeführt, wie es in der Ausschreibung auch vorgesehen sind? Das wird jetzt alles in den nächsten Wochen gemacht. Und ich bin eigentlich ja, meistens zweimal die Woche, mindestens einmal in der Woche einen ganzen Tag hier, um hier das auch zu sehen, was hier weitergeht und auch hier gewisse Kleinigkeiten zu entscheiden. Wo werden Fahnenmasten aufgestellt und alle solche Dinge sind halt noch zu tun. Und da sind wir jetzt gerade dran. In den Außenbereichen sind schon die Beschriftungen großteils angebracht, aber es fehlt das eine oder andere noch und das werden wir bis 7. September durchaus hinbekommen. Ja, was uns aufgefallen ist, was auch ganz interessant ist, hier ein separater Eingang für die Nachmittagsbetreuung und wenn man darüber schaut, ist gleich ein Sportplatz und sehr viel Grün. Ja, im Hintergrund wird noch eifrig gearbeitet, aber man sieht, dass da hier eine ziemlich großzügige Grünfläche gestaltet wird. Also die Schüler sollen sich gut erholen und dann gestärkt in das neue Schuljahr und in die neue Schule kommen. Die Schüler sollen sich jetzt einmal gut erholen. Die Lehrer sind Gott sei Dank tatkräftig da und der Herr Regionalmusikschulleiter Norbert Suchi ist ja auch ein Gemeindebediensteter, der verbringt auch gerade mehrere Tage hier bei der Übersiedlung und unterstützt uns hier. Und wenn Sie dann mit der Kamera nur durchgehen, es gibt riesengroße Freibereiche, die im Wesentlichen jetzt gerade gestaltet werden, wo Rasen angebaut worden ist. Hauptengangs, sondern die Stillseite, also der Parkplatz für die Lehrer befindet. Mhm. Und Bibliothek jetzt. Schulbibliothek übersiedelt jetzt gerade mit den Büchern. Nachmittagsbetreuung, Speiseraum. Mhm. Hinter diesen Rollos befindet sich die Küche. Es werden die Speisen täglich frisch gekocht angeliefert von der Firma Goldmenü und werden dann mittags hier ausgegeben. Speisenanlieferung ist zwischen 9 und 10 Uhr vormittags und ab mittwochs in mehreren Tranchen wird hier das Mittagessen eingenommen. Dieser Bereich hat auch eine Deckenkühlung, sodass es im Sommer nicht allzu heiß herinnen ist, so wie auch in den Gruppenräumlichkeiten der Nachmittagsbetreuung und auch im Lehrerzimmer. Wir haben zwei Wohnzimmer, das ist nur einer. Wir können aber reinschauen. Haupttrakt, den Mitteltrakt, den Südtrakt und den Musikschultrakt. Und ist alles miteinander verbunden? Alles miteinander verbunden. Drei große Bereiche und ich kann vom Hauptschultrakt oder vom Haupttrakt über den Mitteltrakt in den Südtrakt durchgehen und habe im Südtrakt im Erdgeschoss die allgemeine Sonderschule. Mhm. Mehrere in Räumen bereits ganz moderne Smartboards, große Fernsehapparate, die mit den Stiften hier zu bedienen sind. Da über die Bodendose ist der Lehrer-PC angehängt und von da aus ist das Ding zu steuern. Das heißt, Tafel löschen gibt es nicht mehr? Nicht überall mehr. Es gibt schon noch normale Kreidentafeln. Wir haben vor einer Woche 20 Tafeln übersiedelt vom alten Gebäude hierher von einer Spezialfirma. Also 20 Tafeln sind hier im Gebäude wieder montiert worden und dort, wo keine Tafeln sind, sondern jetzt kommen diese neuen modernen Smartboards. DMS ist mit Smartboards bereits ausgerüstet worden, einer älteren Generation, und auch die Sonderschule hat hier ein Smartboard bekommen. Wir sind in einer Klasse, einer Sonderschule, wo hier ist, und die Sonderschule haben auch alle so kleine Küchen in den Räumlichkeiten. Der Bereich der allgemeinen Sonderschule, vor allem von den basalen Schwerstbehindertenklasse, hat hier auch ein Deckenschienensystem bekommen, wo ich hier von dem Unterrichtsraum Kinder über eine Hebeanlage direkt zum WC bringen kann. Und dann im WC-Bereich und Dusche und da oben hängt dieses Ding, das dann dort fährt. Es gibt
durch einen kleinen Bewegungsbereich für die allgemeine Sonderschule, der nur der Sonderschule zur Verfügung steht. Für wie viele Kinder ist die Sonderschule gedacht? Wir haben jetzt 4 Klassen. Okay. Die werden bis daher mit dem Fahrzeug gehen. Man kann, es gibt da vorne ein Tor, wo die Herrschaften stehen. Ja. Ich kann mit dem Behindertenfahrzeug, mit Rettungsfahrzeugen direkt hier vorfahren und barrierefrei in das Gebäude hinein. Das ist rein der Eingang für die Sonderschule? Das ist rein der Eingang für die Sonderschule. Der Zugang für die Sonderschule, wo diese Bäume hier gepflanzt sind, dort ist dann der Zugang und der Eingang. Was mir sehr gut gefällt, diese tiefer gelegten Innenhöfe, die haben aber auch einen Grund, warum das so ist. Ja, der Innenhof ist tiefer gelegt worden, um im Erdkellerbereich auch noch natürliche Belichtung zu haben. Es befinden sich hier unten die Vorschulklassenräumlichkeiten, die Werkräumlichkeiten, aber auch die Musikschulräumlichkeiten zum Teil und können natürlich den Vorplatz mitnutzen oder den Hofbereich mitnutzen. Der ist mit Kunstrasen ausgekleidet worden, aus diesem Grund, weil hier sehr viele unterirdischen Einbauten noch sind und normale Gräser hier kaum wachsen würden. Was eine Herausforderung war, ist, wir haben insgesamt 7 Sickerschächte, die untereinander verbunden sind, dass auch Starkregenereignisse hier bewerkstelligt werden können. Und genau da drüben, vis-à-vis bei dieser Hangrutsche, ist der letzte Sickerschacht, wo dann noch eine Pumpe hineinkommen kann und das Wasser vom Hofbereich in den Freibereich hinausgepumpt werden kann. Dieser Bereich sind Sitzstufen, die für Veranstaltungen genutzt werden können. Man kann sich hierher setzen, da unten auf diesem Vorplatz irgendwelche Aufführungen, Musikaufführungen machen und man sitzt hier auf diesen Sitzstufen und es ist durchaus auch im Sommer angenehm kühl hier, weil immer so ein bisschen der Wind durchzieht. Von dir, für einen Lehrer ein strategisch guter Platz, weil er übersieht das Ganze. Man übersieht sehr viel, man hat hier einige Turngeräte aufgestellt mit dieser Hangrutsche und der Vis-à-vis-Seite noch dieser kleinen Boulderwand hier an der einen Hausmauer. Ja, der Architekt Diplomingenieur Adenstedt, der verantwortlich zeichnet für die gesamte Architektur, hat sich hier durchaus einiges einfallen lassen. Ja, mir war es wichtig, ich wollte hier einen künstlerischen Akzent bei der Schule setzen und in Zusammenarbeit mit den Architekten ist die Idee entstanden, hier bei der Busumkehre eine Skulptur, ein Ding zu gestalten. Und ich habe Stasshofer Künstler angeschrieben, die haben dann Entwürfe abgegeben. Der Diplom-Ingenieur Adenstedt, als Architekt, hat dann 3 in die engere Wahl genommen. Dann hat es ein Hearing im Baubeirat gegeben und schlussendlich ist das Konzept der Familie Hoffmann hier umgesetzt worden. Das stellt den Wappenbaum der Gemeinde dar, der an der Wappen, die stolze Föhre, der Wappenbaum mit Initialen hineingefräst. Das ist 10 mm starker Stahl, ist in Oberösterreich auf einer Schlosserei gebaut worden und dann hier mit einem Tieflader hergebracht worden. Die Bodengestaltung ist noch offen, es wird dann noch beleuchtet. Die Familie Robert Hoffmann hat ihm hier die Idee und hat auch bei der Umsetzung dann die Ideen mit eingebracht und hat das oder widmet das ihren Vorfahren, den Eltern von ihnen, jeweils den Vätern, den Robert Hoffmann und den Herrn Ibs Miller, von der Gattin von Herrn Hoffmann, der Vater, die hier geborene Stasshofer sind. Und denen haben sie diese Skulptur gewidmet. Und mit den Symbolen, die an Mathematik erinnern, also mathematische Zeichen sein, ist der Bezug zur Schule dann. Es heißt Zukunftsbaum und das Symbol für die Schule ist eben der Notenschlüssel, die Skulpturen, die Buchstaben hinein, sodass man eben die Verbindung schafft zwischen diesem Monument oder dieses Wappenbaums, Zukunftsbaum und der Schule. Der Umzug ist im vollen Gange. Schon eine Vorfreude auf die neue Musikschule? Absolut, das ist total aufregend. Wie Sie gesagt haben, wir haben jetzt alle Klaviere übersiedelt gerade. Das ist der letzte von 9 Klavieren, die heute jetzt ihren Zielort bezogen haben, sozusagen. Ja. Wie viele Unterrichtsräume wird es da geben dann für die Musikschule? 17 Unterrichtsräume und dann noch Veranstaltungssaal, Popularmusikraum, Ensembleprobenraum, Tanzraum und so weiter. Ja. Das heißt, das Herz schlägt höher. Das absolut jetzt schon. Ja. Es wird von Stunde zu Stunde aufregender. Ja. Und wann geht's los? Wann ist der Startschuss? Mit Schulanfang, so wie die Schulen auch, starten wir dann mit dem Unterricht. Ja.
Ich hoffe, wir sind dann dabei. Ja, würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ne? Danke. Danke. Alle diese Dinge sieht man dann. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns am 7. September hier vielleicht bei Schulbeginn auch sehen, um hier auch über den Schulbeginn dann in Ihrem Bereich zu berichten. Wir haben einiges auch für die Schülerinnen und Schüler vorbereitet. Werden wir uns auf jeden Fall vor den Termin notieren. Danke. Dankeschön. Danke.